Am 25. Tage des 8. Monats im Jahr des Wassers und des Hasen erscheint plötzlich vor Japans Westküste ein großes Schiff. Niemand weiß, woher es kommt. Sofort werden Samurai-Wachen zu ihrem Meister gesandt, um ihn zu warnen. Dort sind Menschen an Bord, wie sie noch nie zuvor ein Japaner gesehen hat. Der Kriegsherr, ein sogenannter Daimyo, lässt die Fremden zu sich bringen. Es sind die ersten Europäer, die jemals japanisches Festland betreten. Man schreibt das Jahr 1543. Die seltsamen, unbekannten Waffen der portugiesischen Kaufleute beeindrucken den Daimyo. Japaner begeistern sich von jeher für Neues. Es ist sozusagen ihr Tick. Deshalb auch ihr großes Interesse an den Europäern. Vor seinen Augen schießen die Portugiesen eine Ente vom Himmel. Sofort kauft der Daimyo ihnen zwei Waffen ab und beauftragt seinen Schlosser, Kopien von ihnen anzufertigen. Dann bittet er um Schießunterricht. Diese ersten Europäer, ihre Waffen und ihre Religion sollen ungeahnte Folgen für Japan haben. Im gleichen Jahr wird der Sohn eines anderen Daimyo geboren. Er wird Tokugawa Ieyasu genannt. Seine Bestimmung: Japan für immer verändern. Als hochrangiges Mitglied der Klasse der Samurai erbt der Junge eine Welt voller Traditionen. Im feudalen Reich der Samurai-Krieger regieren Geburtsrecht und das Schwert. Der Sohn des Daimyo-Fürsten beginnt schon bald, anstelle von Kinderspielen, die Regeln der Kriegsführung zu lernen. Als Ieyasu 5 Jahre alt ist, verlangt der oberste Daimyo von Ieyasus Vater den Jungen als Geisel. Garantie für strengsten Gehorsam gegenüber dem Herrscher. Wenn Kinder als Geiseln genommen wurden, waren sie keine Gefangenen. Es war Teil der politischen Verhandlung, in der Allianzen gebildet wurden. Denn niemand traute dem anderen. Die Geiseln waren eine Art Garantie. Als Geisel reist der Samurai-Junge im Range des Sohnes eines Daimyo. Er kann nicht ahnen, welches Schicksal ihn erwartet. Noch weiß er, dass er seinen Vater nie wiedersehen wird. Er wächst als Geisel heran. Ein Leben gefangen in den Wirren von grausamen Bürgerkriegen. Ganz Japan war in Kriege verstrickt. Verrat war weit verbreitet, niemand traute dem anderen. Man ging ein Bündnis ein, um es wieder zu lösen, sobald sich der Wind gedreht hatte. João Rodrigues, Zeitzeuge dieser gefährlichen Epoche, ist einer der ersten Portugiesen in Japan. Er kommt als 15-jähriger Schiffsjunge und wird schon bald jesuitischer Missionar. Denn die portugiesischen Kaufleute werden damals auf ihrer Suche nach neuen Handelshäfen von Jesuiten begleitet, die nach verlorenen Seelen Ausschau halten. Diese Missionare sind jung und engagiert.
Sie trotzen den Strapazen der gefährlichen Reise nach Japan, die 2 Jahre dauert. Sie sind überzeugt, Japan ist reif, um missioniert zu werden. Und schicken spannende Berichte einer fremden Welt in die Heimat. Alles ist so anders und gegensätzlich. Sie gleichen uns in nichts. Das wäre nicht weiter überraschend, wenn sie sich wie Barbaren benehmen. Aber es ist erstaunlich, dass sie sich in allem sehr bedacht und kultiviert verhalten. Ich würde dies nicht behaupten, hätte ich nicht bereits so viele Erfahrungen mit ihnen gemacht. Die Missionare hielten die Japaner für eine ganz beachtliche Rasse. Ihre Kultur war so weit entwickelt, dass es sich lohnte, über sie nach Europa zu berichten. Über die Sprache der Japaner, das komplexe politische System, das gänzlich ohne christlichen Einfluss und Einfluss aus Europa auskam. Das Bemerkenswerte dabei ist, denke ich, dass es das erste Mal war, dass Europäer auf Augenhöhe auf Asiaten trafen und nicht als Eroberer auf Eroberte. Ihre Art zu schreiben ist ganz anders als unsere. Denn sie schreiben von oben nach unten. Ich fragte einen Japaner, warum sie nicht so schrieben wie wir, und er fragte zurück, warum wir nicht so schrieben wie sie. Schließlich sah der Kopf eines Mannes oben und die Füße unten, deshalb sollte man von oben nach unten schreiben. In den mehr als 30 Jahren, die Joao Rodriguez in Japan verbringt, wird sein Japanisch so gut, dass ihn alle der Dolmetscher nennen. Durch seine Arbeit bekommt er Einblick in alle Schichten der Gesellschaft. Vom höchsten Daimyo-Kriegsfürsten bis zum niedrigsten japanischen Bauern. Unabhängig von der gesellschaftlichen Schicht nutzt jeder im Königreich einen Fächer. Von adelig bis ärmlich. In Geschäftsangelegenheiten oder wenn man sich ansonsten etwas merken muss, wird es auf die Fächer geschrieben. Sie tragen diese Fächer immer in den Händen, öffnen und schließen sie, betrachten sie. Niemand würde ohne Fächer vor die Tür gehen. Die Japaner, so Joao Rodriguez, betrachten die Europäer mit gleicher Faszination. Sie wunderten sich sehr über unsere großen und langen Nasen, die dichten Bärte und das rote oder blonde Haar. Für sie waren dies alles Makel. Sie nannten sie südliche Barbaren, was nicht gerade schmeichelhaft war. Ihre Essgewohnheiten waren ganz anders. Die Japaner waren so vornehm, aßen mit Essstäbchen und so weiter. In jener Zeit benutzten die Europäer in der Regel nur ein Messer und ihre Finger. Und dann natürlich, die meisten Japaner baden täglich, während die Europäer zu dieser Zeit vermutlich monatelang kein Bad nahmen. In dieser Hinsicht hatten sie wohl tatsächlich den Beinamen Barbaren verdient. Aber was auch immer die Japaner von ihnen halten mochten, die Missionare sind entschlossen, in Japan zu bleiben. Wir wollten das Wort Gottes predigen. Wenn es auch nur einen japanischen Christen im ganzen Land gegeben hätte, jeder Missionar hätte sein Leben diesem einen gewidmet. Die Männer waren extrem enthusiastisch und die Bedingungen für die Missionierung zum Christentum sehr günstig. Dort, wo Blutvergießen, Revolutionen, Kämpfe, Schlachten, Unsicherheit und immer wieder der Tod herrscht, machen sich die Menschen eher Gedanken über das Leben nach dem Tod. In etwas weniger als 50 Jahren errichten die Missionare über 200 katholische Kirchen, hauptsächlich im Süden Japans. Fast 250.000 Japaner konvertieren. Wenn ein japanischer Fürst oder Daimyo seine Religion änderte, übte er Druck auf sein Volk aus, es ihm gleich zu tun. Denn er hatte absolute Macht über Leben und Tod der Menschen, die ihm unterstanden.
Innerhalb kürzester Zeit führte es dazu, dass eine große Zahl Japaner konvertierte. Einige der Daimyo wurden aber auch aufgrund von geschäftlichen Überlegungen zu Christen. Denn die Missionare waren in Kontakt mit den portugiesischen Kaufleuten. Und diese versprachen sehr gewinnträchtigen Handel. Handel und Religion greifen ineinander. Einige Japaner profitieren davon, während andere dies mit zunehmender Besorgnis betrachten. Überzeugt, dass das Christentum eine Bedrohung für ihre Macht darstellt. Kaufleute und Missionare geben einen Kurs vor, der schließlich unerwartete Folgen haben soll. Die Unerbittlichkeit des endlosen Trainings zu ertragen, im Angesicht großer Gefahr klaren Verstandes zu bleiben, dem Tod nüchtern ins Auge zu sehen. Dies ist Kendo, die Kunst des Schwertkampfs. Kendo-Meister lehren den jungen Kriegern sowohl die Techniken des Kampfes als auch den traditionellen Ehrenkodex der Samurai. Diese Bildung erhält auch der junge Ieyasu, sogar als Geisel. Nahm man in einer bestimmten Klasse eine Geisel, wurde diese in der Regel sehr gut behandelt und erhielt dieselbe Bildung wie zu Hause. Ieyasu genoss wahrscheinlich eine sehr stoisch-spartanische Art der Bildung in den Bereichen militärische Fähigkeiten, Kampfkunst, chinesische und japanische Klassiker. Man sagt, dass das ganze Leben Ieyasus geprägt war von Geduld und Langmut. Die junge Geisel Tokugawa Ieyasu lernt, was es bedeutet, ein Samurai zu sein. Nimm Haltung an, mit aufrechtem Kopf, der weder heraufschaut noch gesenkt oder gedreht ist. Rolle nie die Augen und verbiete ihnen das Zwinkern. Verenge stattdessen den Blick. Spanne den Bauch an, damit du nicht in den Hüften vornüberknickst. Miyamoto Musashi, ein legendärer Schwertkämpfer, verewigte den Weg der Samurai in seinem Buch der Fünf Ringe. Eine philosophische Anleitung zu strategischem Handeln, die noch im heutigen Japan unter Geschäftsleuten populär ist. Wie bei allen Arten von Strategie ist es wichtig, seine Kampfkunst im täglichen Leben zu praktizieren und den Alltag zur Kampfkunst zu machen. Im Alter von 15 Jahren wird Ieyasu zum Mann und hat nun das Recht, die zwei Schwerter des Samurai zu tragen. Das Schwert war das Symbol der Klasse der Samurai. Nur die Samurai waren berechtigt, zwei Schwerter zu führen. Ein langes und ein kurzes. Mit diesen beiden Schwertern herrschten die Samurai über Bauer und Kaufmann. Zum Samurai wird man geboren. Es ist eine Verantwortung. Eine der Samurai-Pflichten ist, immer das Schwert mit sich zu führen, um Recht sprechen zu können. War jemand dir gegenüber unanständig, war es deine Pflicht, ihn zu töten. Kein Samurai würde ohne Schwert das Haus verlassen. Ansonsten würde er für diese Pflichtverletzung bestraft. Weniger als 10% der Bevölkerung zählen zur Klasse der Samurai. Doch ihre Präsenz ist übermächtig. Auch die Missionare schreiben über sie so, als prägten sie die gesamte Gesellschaft. Sie tragen sowohl im Haus als auch außerhalb ein Schwert mit sich und legen es im Schlaf neben ihr Kopfkissen. Nie zuvor habe ich Menschen gesehen, die sich so stark auf ihre Waffen verlassen. Sie sind sehr kriegerisch und immer in Kriege verstrickt. Und so wird der fähigste Mann ihr größter Meister. Aber nicht nur die Männer beschwören dieses Ideal. Weibliche Samurai werden ebenfalls darin ausgebildet, ihre Familien zu schützen. Für die Töchter und Ehefrauen der Samurai war es das Wichtigste, die Ehre und den Stolz eines Samurai auch in Krisenzeiten niemals zu vergessen.
Sie waren darauf vorbereitet, sich eher das Leben zu nehmen, als beschämt zu werden oder durch den Feind die Ehre zu verlieren. Der Samurai beschützt sein Heim und seine Familie. Wahren Ruhm erlangt er aber auf dem Schlachtfeld, wenn er seinen Daimyo gegen Feinde verteidigt. Die Kämpfer kleiden sich besonders sorgfältig. In dem fein gesteppten Stoff und Leder wirken sie elegant, fast fragil. Enge Harnische aus Stahl gibt es nicht. Ähnlich wie eine Rüstung verbirgt das vornehme Äußere des Kriegers sein undurchdringliches Inneres. Diese in den Schriften der Samurai übermittelte Ethik soll den Krieger darauf vorbereiten, Leben und Tod ehrenhaft zu begegnen. Ein Samurai sollte sich jeden Morgen mit kaltem Wasser waschen und die rasierte Kopfpartie und das Haar mit Weihrauch parfümieren, um sich präsentieren zu können. So ist er jederzeit vorbereitet, in der Schlacht getötet zu werden. Für die Krieger ist beides wichtig. Zu wissen, wie man tötet, ebenso wie zu wissen, wie und wann man stirbt. Auf dem Schlachtfeld muss man vor allem in den letzten Augenblicken des Lebens Kontrolle beweisen. Kontrolle über den eigenen Körper, über das Schicksal, die Bestimmung. Dies ist das Zeichen der inneren Stärke. Und deshalb muss man in den letzten Augenblicken den eigenen Tod inszenieren. Seppuku oder Harakiri heißen die Samurai-Rituale der Selbsttötung. Ein Samurai trug zwei Schwerter an der Hüfte, ein langes und ein kurzes. Das kurze Schwert diente dazu, sich den Bauch aufzuschneiden. Warum sollte ein Samurai das tun? Die Japaner und insbesondere die Samurai glaubten, dass sich das Herz im Bauch befände. Wenn sie sich aufschlitzten, so glaubten sie, zeige sich, ob ihr Herz rein war oder nicht. Vom Gedicht über den Tod bis zum letzten Dolchstoß ist Seppuku eine ritualisierte Form des Suizids, die einen ehrenvollen Tod verspricht. Joao Rodriguez schreibt: Es gibt für alles die rechte Zeit. In strategischen Dingen gelingt die Wahl des richtigen Zeitpunkts nur mit sehr viel Übung. Im Leben eines Kriegers spielt sie immer eine Rolle, im Aufstieg und Fall, in der Harmonie und im Einklang. Dies sind die Prinzipien, die das Leben des Samurai-Kriegers beständig leiten. Für Tokugawa Ieyasu soll das Warten auf den richtigen Moment, das geduldige Entwerfen von Strategien zur stärksten Waffe werden. Inzwischen ist er erwachsen, 18 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Kinder, aber immer noch die Geisel des herrschenden Daimyo-Kriegsfürsten. Ieyasu übt sich als Krieger, indem er an der Seite seines Meisters kämpft. Doch als dieser im Kampf getötet wird, ist Ieyasu endlich frei, sein Schicksal selbst zu bestimmen. Ieyasu musste sich jetzt entscheiden, ob er bei der Familie seines Geiselnehmers bleiben wollte. Er hatte in all den Jahren aber nie den Ehrgeiz verloren, zu seiner Burg zurückzukehren und das Territorium, das der Familie seines Vaters gehörte, zurückzuerobern und zu vergrößern. Er wollte zurückkehren zu seinen Gefolgsleuten, die getreu auf ihn warteten. Er fordert seinen Titel als unabhängiger Herr, als Daimyo. Dann kehrt er zu den Ländereien seiner Familie zurück. Jetzt kann er für sich selbst kämpfen und für seine Untergebenen. Ich kämpfte gegen meine Feinde einzig und allein, um mich an den Gegnern meines Vaters zu rächen. Denn ich war von der Richtigkeit meiner Absicht überzeugt, den Menschen zu helfen und Frieden zu schaffen. In den Jahren der Gefangenschaft hatte er seine Disziplin perfektioniert. Als gut trainierter Samurai entwirft er nun sorgfältig seine eigene Strategie.
Im entscheidenden Moment verbündet sich ihr Yasu mit dem Mann, der seinen Daimyo-Meister getötet hat. Oda Nobunaga. Nobunaga, gefürchtet und skrupellos, ist Japans mächtigster Kriegsherr. In der Schlacht von Nagashino bewaffnete Nobunaga 3000 seiner Fußsoldaten mit Schusswaffen. Als 10.000 feindliche Krieger angriffen, feuerten Nobunagas Musketiere eine Salve nach der anderen und dezimierten so die Armee des Feindes. Nobunagas Einsatz von Schusswaffen änderten die Art der Kriegsführung der Samurai grundlegend. In der alten Vorstellung standen sich zwei Samurai auf dem Schlachtfeld gegenüber. Sie riefen sich ihre Namen und Abstammungen zu. Manchmal ritt einer vor die Truppen und forderte den Gegner heraus, er solle ihn doch besiegen. Es war also sehr mannhaft, erfüllt vom Ideal der Tapferkeit. Jetzt gab es nur noch gesichtslose Heere von Samurai, die auf gesichtslose Heere von Samurai schossen. Nobunagas Macht wächst stetig, bis ihn eines Nachts der Verrat durch seinen innersten Zirkel unvorbereitet trifft. Ein Missionar ist Zeuge. Einige Christen kamen, als ich mich gerade anschickte, eine Frühmesse zu halten. Sie sagt mir, ich solle noch warten, denn es herrsche Aufruhr vor dem Palast. Wir hörten sofort Musketenschüsse und sahen Flammen. Man sagte uns, es sei keine Schlägerei gewesen, sondern dass einer seiner Generäle Verrat geübt hätte. Einige sagten, er hätte Harakiri begangen, während andere glaubten, er habe im Palast Feuer gelegt und sei in den Flammen umgekommen. Was wir sicher wissen über diesen Mann, der die Menschen in Angst und Schrecken versetzte, wenn man seinen Namen nur erwähnte, von ihm blieb nicht einmal ein Härchen, nichts als Staub und Asche. Während die Flammen lodern, ergreift Nobunagas loyaler General Toyotomi Hideyoshi seine Chance. Hideyoshi tritt sofort in Aktion und tötet den Mörder seines Herrn. Das gibt ihm das Recht, die Führung über Nobunagas riesige Koalitionsarmee zu beanspruchen. Ieyasu beobachtet das Geschehen aus der Ferne. Wird er sich Hideyoshis Befehlsgewalt unterordnen? Oder ist es an der Zeit, für sich selbst zu kämpfen? Nobunaga, Hideyoshi und Tokugawa Ieyasu. Diese Männer sind diejenigen, die die brutalen Bürgerkriege beenden und als die drei großen Einiger Japans in die Geschichte eingehen sollen. Im Japanischen gibt es eine Geschichte, die die Charaktere der drei verdeutlicht. Nobunaga, Hideyoshi und Ieyasu betrachten einen Kuckuck und warten darauf, dass er singt. Aber der Vogel singt nicht. Nobunaga sagt, kleiner Vogel, wenn du nicht singst, muss ich dich töten. Und Hideyoshi sagt, kleiner Vogel, wenn du nicht singst, sorge ich dafür, dass du singst. Und Ieyasu sagt, kleiner Vogel, wenn du nicht singst, warte ich, bis du singst. Ieyasu ist der geduldige Stratege, der abwartet, bis die Dinge den gewünschten Gang gehen, bevor er handelt. Nach Nobunagas Tod beginnen Ieyasu und Hideyoshi ein strategisches Spiel, in dem jeder versucht, den anderen auszutricksen. Als Feldherr war Ieyasu ein mutiger Mann, der in der Schlacht nicht zögerte. Doch obwohl er tapfer war, war er gleichzeitig auch vorsichtig. Es gab eine berühmte Anekdote. Ieyasu war als exzellenter Reiter bekannt. Eines Tages musste er mit seinen Truppen eine sehr schmale Brücke über einen reißenden Fluss überqueren. Jeder wollte nun sehen, wie der große Ieyasu über die gefährliche Brücke reiten würde.
Zur Verwunderung seiner Gefolgsleute stieg Ieyasu vom Pferd herab und führte es vorsichtig an den Zügeln über die Brücke auf die andere Seite des Flusses. So umsichtig war er. Ich denke, dass diese Art der Vorsicht ihm auch dazu verhalf, auf dem Schlachtfeld zu siegen. Während Ieyasu sich in Zurückhaltung und strategischer Planung übt, agiert Hideyoshi rasch und entschieden. Er ist bäuerlicher Abstammung. Als Sohn eines einfachen Fußsoldaten dient er sich nach oben. Man sagt, aus ihm ist ein herausragender General geworden. Und er selbst ist davon fest überzeugt. Als meine Mutter mich empfing, gab es ein wundersames Omen. In der Nacht, in der ich geboren wurde, war der Raum plötzlich von Sonnenlicht erfüllt. Die Nacht wurde zum Tag. Sie ahnten, dass das Kind, dessen Geburt von solchen Wundern begleitet war, ausersehen war, Ungewöhnliches zu vollbringen. Diese Prophezeiung hat sich mit mir erfüllt. Kurz nachdem Hideyoshi die Führung übernommen hat, fordert Ieyasu ihn heraus. Doch bald schon stellt er fest, dass er als Verbündeter Hideyoshis mehr erreichen kann als dessen Feind. Hideyoshi belohnt Ieyasus Loyalität mit einem großen Stück Land und befiehlt ihm seine Kommandantur im entlegenen Fischerdorf Edo, 300 Meilen östlich von Hideyoshis Burg in Osaka, einzurichten. Manch einer hätte dieses Geschenk als Beleidigung angesehen. Doch Ieyasu beauftragt in Edo, das später Tokio werden soll, seine Truppen mit der Errichtung einer fünfstöckigen Burganlage. Innerhalb der Stadtmauern von Osaka ist Hideyoshi währenddessen damit beschäftigt, seine eigene Burg zu bauen. Diese Festung gilt seinerzeit als uneinnehmbar und ist gleichzeitig auch eine der prunkvollsten. Die Burg Osaka ist nahe beim kaiserlichen Palast in Kyoto strategisch günstig gelegen. Jahrhundertelang ist der Kaiser nur dem Namen nach der Herrscher. Von den tatsächlichen Mächtigen wird er einfach ignoriert. Er verbringt seine Tage mit höfischem Geplänkel, Kalligraphie und Poesie. Zu Zeiten Ieyasus war der Hof noch immer ohne Macht. Dennoch konnte nur der Kaiser einen Shogun ernennen. In einem rein symbolischen Sinne ist der Kaiser also immer noch der Gebieter in letzter Instanz. Deswegen schauen alle Kriegsherren auf Kyoto. Man muss den Kaiser davon überzeugen, der mächtigste aller Kämpfer auf dem Schlachtfeld zu sein. Combatants on the field of battle. Hideyoshi biedert sich beim Kaiser an, indem er traditionelle Theateraufführungen und musikalische Darbietungen für ihn veranstaltet. Der Kaiser ist jedoch nicht gewillt, einem Kämpfer bäuerlicher Abstammung den Titel des Shoguns zu verleihen. Auch Ieyasu sinnt nach mehr Macht. Er bietet dem Kaiser aber mehr als Einladungen. Er arrangiert die Hochzeit einer seiner Enkeltöchter mit dem kaiserlichen Sohn. Alle Kriegsherren in Japan benutzten ihre Familien, um politische Bündnisse zu untermauern. Man verheiratete Töchter, aber auch Söhne. Gerade Ieyasu verfügte über eine Vielzahl an Söhnen, die er hierfür nutzen konnte. Sie unterstützten ihn zudem bei der Bildung seiner Regierung. Er konnte sie aber auch zu unabhängigen Kriegsherren machen, die er dann bei Bedarf zu Hilfe rief. Umso schlimmer, dass es Ieyasus Rivale Hideyoshi nicht gelingt, einen männlichen Erben zu zeugen. Er adoptiert schließlich einen Neffen, den er zu seinem Thronfolger macht. Im Alter von 60 Jahren wird Hideyoshi schließlich doch noch Vater eines Sohnes. Er nennt ihn Hideyori und macht ihn zum Kronjuwel seines Lebens. Und von nun an kreisen seine Gedanken nur noch um die Sicherheit dieses Sohnes. Die endlose Eintönigkeit, bevor Hideyori zu mir kam, ist unbeschreiblich. Als hüte man ein leeres Haus. Ich befehle immer wieder, mit Feuer sehr vorsichtig umzugehen. Jede Nacht lasse ich die Räume 2 bis 3 Mal kontrollieren. Während Hideyoshi seinen Stammhalter kaum aus dem Auge lässt, ist sein mittlerweile erwachsener Adoptivsohn in Gefahr. Es wird deutlich, dass Hideyoshi in seinen letzten Lebensjahren immer unberechenbarer wurde. Grausam, wenn nicht sogar sadistisch.
Als er schließlich endlich einen eigenen Nachkommen hatte, befahl er dem erwachsenen Mann, der sein Thronfolger gewesen war, Selbstmord zu begehen. Anschließend lässt Hideyoshi die gesamte Familie seines Adoptivsohns töten. Ein Missionar berichtet: Sie wurden in Wagen die Straße entlang gezogen und der Öffentlichkeit präsentiert. 31 Damen und Hofdamen, die beiden Söhne und eine Tochter des Adoptivsohns. Das älteste Kind war kaum 5 Jahre alt. Ihre Körper wurden in eine Grube geworfen, über der eine kleine Kapelle errichtet wurde mit einem Grab, das die Aufschrift trug: Das Grab der Verräter. Kurz darauf geht es mit Hideyoshis Gesundheit bergab und er schreibt sein Todesgedicht. Ah, ich falle wie Tau. Ich schwinde wie Tau. Sogar die Burg Osaka ist ein Traum im Traum. Hideyoshi ruft daraufhin Ieyasu und die 4 mächtigsten Daimyo zu sich ans Sterbebett. Er ernennt sie zu den rechtmäßigen Beschützern seines 5-jährigen Sohnes Hideyori, seines Erben und des zukünftigen Herrschers über Japan. Ieyasu gelobt, den Jungen mit seinem eigenen Leben zu beschützen. Ein Versprechen, das sehr schwer zu halten sein wird. Man sagt, der Krieg sei ein Fluch. Man wählt ihn nur, wenn er nicht vermeidbar ist. Doch auch in Zeiten des Friedens sollte man nicht vergessen, dass es Unruhen geben kann. Die 4 anderen Daimyo fürchten Ieyasus zunehmende Macht und beginnen sich gegen ihn zu verschwören. Fast ganz Japan ist unter seiner Gewalt. Und Ieyasu ist entschlossen, seine Besitztümer zu halten und seine Machtbasis auszuweiten. Einer der Spitznamen von Ieyasu ist Alter Dachs. Der Name spiegelt sowohl seine Gerissenheit wider, als auch seine berühmte Fähigkeit zu warten. Und er wartet ab, bis Hideyoshi tot ist. Dann tritt er an, Japans mächtigster Militärführer zu werden. Ieyasu mobilisiert seine Truppen. Er entsendet eine Division nach Burg Ogaki, wo sich seine Feinde versammelt haben. Als die Schlacht beginnt, suchen Frauen und Kinder nach Schutz. Eines der jungen Mädchen auf der Burg berichtet ihrer Familie später über das schreckliche Ereignis. Mütter, Konkubinen und Töchter blieben allesamt im Turm und warfen mit Kugeln. Die Panik war groß. Eine Kugel traf meinen jüngeren Bruder und tötete ihn auf der Stelle. Es war ein grauenhafter Anblick. Wir waren sicher, dass wir alle sterben würden. Es gab nur noch Angst und Schrecken. Die Schlacht geht weiter und die Köpfe erschlagener Krieger werden in die Burg gebracht, um für das Siegerritual präpariert zu werden. Denn Samurai müssen auch noch im Tod als würdige Gegner geehrt werden. Die Menschen in der Burg wuschen die Köpfe und richteten die Gesichter der Toten her. Denn diese waren der Beweis, dass eine wichtige Person getötet worden war. Dies war nur ein kleiner Teil dessen, was sie alles taten. Für uns und insbesondere für Frauen heutzutage ist das kaum vorstellbar. Alle geköpften Häupter wurden in den Turm gebracht. Wir fürchteten diese Köpfe nicht im geringsten und schliefen inmitten des grässlichen Gestanks dieser blutigen Häupter. Nachdem sie die Burg Ogaki eingenommen haben, verfolgen Ieyasus Truppen nun die aufrührerischen Daimyo und ihre Armeen. Die Heere stehen sich schließlich in einem schmalen Tal westlich des Dorfes Sekigahara gegenüber. Diese Schlacht soll die Geschichte Japans verändern. Ieyasu richtet seinen Kommandoposten auf einem Hügel ein, von dem aus er das Tal überblicken kann.
Hier wartet er nachts auf seine restlichen Truppen. In der Morgendämmerung schreibt sein Arzt hastig in ein Tagebuch: Leichter Regen, dichter Nebel im Gebirgstal. Kann nichts sehen, konnte kaum die feindlichen Fahnen erkennen. Auf seinem Pferd konnte Ieyasu, unser Kriegsherr, die Positionen ausmachen. Geschätzte Distanz 2,5 Meilen. Ieyasu ist mit seinen 50.000 Soldaten, den 80.000 Mann starken Truppen des Feindes, klar unterlegen. Er wartet, dass sein Sohn mit Verstärkung eintrifft. Doch um 8 Uhr morgens lichtet sich der Nebel. Plötzlich stehen sich die beiden Armeen unmittelbar gegenüber. Ieyasu kann nicht länger warten. Er versammelt die Truppen und schickt sie in den ungleichen Kampf mit dem berühmten Schlachtruf: Es gibt nur zwei Arten, vom Schlachtfeld zurückzukehren. Mit dem Kopf eines Feindes oder ohne den eigenen. Ieyasu sieht zu, wie seine Truppen sich der scheinbar hoffnungslosen Situation stellen. Dann wendet sich plötzlich das Blatt. Einige feindliche Daimyo wechseln mit ihren Heeren die Seiten, überzeugt davon, dass Ieyasu schließlich siegen wird. Und tatsächlich, gegen 2 Uhr mittags haben Ieyasus Truppen die aufständischen Armeen niedergeschlagen. Tokugawas Sieg in Sekigahara beendete die Kriegshandlungen und markierte den Beginn einer neuen Ära. Als Anerkennung seiner Macht verleiht der Kaiser Ieyasu den Titel des Shogun, des Oberbefehlshabers, der die Barbaren bändigt. Tokugawa Ieyasu hat nun im Jahre 1603 die Autorität, Japan in allen militärischen Fragen zu regieren. Er herrscht unangefochten. Doch noch immer ist da Hideyoshis junger Sohn Hideyori, der in der Burg Osaka aufwächst. Ieyasu hat bei seinem Leben geschworen, den Jungen zu beschützen. Diesen Jungen, der einmal Erbe all dessen sein soll, was Ieyasu errungen hat. Als Hideyori allmählich zum Mann wird, warnt ein Daimyo: Obwohl er Hideyoshis Erbe ist, wird Ieyasu niemals zulassen, dass er Japan regiert. Früher oder später wird ein ehrgeiziger Charakter einen Aufstand in seinem Namen organisieren. Und auch wenn Hideyori davon nichts weiß, wird man ihn beschuldigen und zum Suizid zwingen, zur großen Trauer von Hideyoshis Geist. Die Tokugawas regierten Japan nicht von Gottes Gnaden. Sie regierten Japan, weil sie am mächtigsten waren, das meiste Geld hatten und die größte Anzahl an Soldaten. Und es gab viele andere mächtige Daimyo, vor allem im Westen, die waren Christen. Wenn nun diese Daimyo aufgrund von gemeinsamen Ideen und Glauben oder wegen politischer Ziele eine Koalition gegen die Tokugawa-Familie eingingen, könnte dies sehr gefährlich werden. Tokugawa Ieyasu toleriert keine abweichenden Meinungen. Er weist viele der ausländischen Missionare aus, so auch João Rodrigues. Ieyasu wollte sich all dieser ausländischen Einflüsse entledigen, die nur für Verwirrung sorgten und ihm das Leben schwer machten. Er verbietet den Christen sogar jegliche Aktivität in Japan. Dennoch bleibt die größte echte Bedrohung seiner Macht der junge Hideyori. Spätestens wenn Hideyori erwachsen ist, kann Ieyasu ihn nicht länger ignorieren. Seine Existenz allein stellt eine Bedrohung dar, denn er ist der rechtmäßige Erbe Hideyoshis. Ieyasu soll für ihn sorgen, bis er erwachsen ist. Dabei stellt er eine wesentliche Bedrohung für die Legitimität des Tokugawa-Shogunats dar. Für Ieyasu gibt es nur eine Schlussfolgerung. Er kann sein Versprechen, den Sohn seines toten Verbündeten zu beschützen, nicht länger halten. Ieyasu entscheidet, noch einmal in den Kampf zu ziehen. Es würde wieder eine entscheidende Machtprobe werden. Und die vielen, vielen tausend Samurai waren hartgesottene Krieger.
Sie schuldeten Hideyoshis Familie ihre Loyalität. Und natürlich galt dies auch für seinen Sohn. So versammelten sie sich in der Burg Osaka. Die Burg Osaka war eine extrem starke Festung. Sie galt als uneinnehmbar. Im Winter des Jahres 1614 beschuldigt Ieyasu Hideyori subversiver Tätigkeiten und befiehlt seinen Truppen gegen Burg Osaka zu ziehen. Hideyoris Unterstützer, fast 100.000 an der Zahl, halten dagegen. Ieyasu revanchiert sich mit einem hinterhältigen Plan. Er schickt einen weiblichen Samurai zu Hideyoris Mutter, um eine Waffenruhe auszuhandeln. Er bietet Hideyoris Garnison einen sicheren Rückzugsort an, wenn Hideyori zusagt, sich nicht mehr gegen Ieyasus Herrschaft aufzulehnen. Um seine Absichten zu untermauern, unterzeichnet er sein Gelöbnis mit Blut. Hideyoris Mutter überzeugt ihren Sohn, das Angebot anzunehmen. Ieyasus Trick funktioniert. Sobald die Kämpfe ausgesetzt wurden, ließ Ieyasu die Burggräben von Osaka füllen. Die Menschen innerhalb der Burg Osaka lehnten sich dagegen auf. Dies war so nicht abgesprochen, aber das zählte nicht. Sie füllten die Burggräben und als diese voll waren, stürmten Ieyasus Truppen die Burg. Es gab ein fürchterliches Gemetzel. Tausende besiegter Soldaten, Frauen und Kinder flüchten aus der Festung. Ieyasus Armee setzt die Burg in Brand. Obwohl die Flammen um ihn herum lodern, weigert sich Hideyori zu kapitulieren. Es bleibt nur noch ein Ausweg. Er begeht Seppuku. Mit der Selbsttötung Hideyoris gab es ein großes Problem, denn Ieyasu hatte sich eigentlich verpflichtet, ihn zu beschützen. Seine Strategie war sehr sachlich und kaltblütig. Schließlich wollte er eine Dynastie begründen, die die Zeiten überdauern sollte. Es gibt Grund zu der Annahme, dass Ieyasu den Tod des Sohnes seines ehemaligen Kriegsherrn aufrichtig bereute. Es wurde überliefert, dass Ieyasu Buße leistete, indem er den Namen Buddhas 10.000 Mal auf Pergamentpapierrollen schrieb. Tokugawa Ieyasu hat die letzte Bedrohung seiner Macht ausgelöscht. So scheint es jedenfalls. Doch nicht alle sind unter seiner Kontrolle. Es gibt die Kaufleute aus dem Westen, die er zwar schätzt, denen er aber auch misstraut. Und die Christen, die er als Bedrohung sieht. Tokugawa Ieyasu hat die Kriege gewonnen. Aber sein Kampf um die Kontrolle des zukünftigen Japan hat gerade erst begonnen. Am 25. Tage des 8. Monats im Jahr des Wassers und des Hasen erscheint plötzlich vor Japans Westküste ein großes Schiff. Niemand weiß, woher es kommt. Sofort werden Samurai-Wachen zu ihrem Meister gesandt, um ihn zu warnen. Dort sind Menschen an Bord, wie sie noch nie zuvor ein Japaner gesehen hat. Der Kriegsherr, ein sogenannter Daimyo, lässt die Fremden zu sich bringen. Es sind die ersten Europäer, die jemals japanisches Festland betreten.
Man schreibt das Jahr 1543. Die seltsamen, unbekannten Waffen der portugiesischen Kaufleute beeindrucken den Daimyo. Japaner begeistern sich von jeher für Neues. Es ist sozusagen ihr Tick. Deshalb auch ihr großes Interesse an den Europäern. Vor seinen Augen schießen die Portugiesen eine Ente vom Himmel. Sofort kauft der Daimyo ihnen zwei Waffen ab und beauftragt seinen Schlosser, Kopien von ihnen anzufertigen. Dann bittet er um Schießunterricht. Diese ersten Europäer, ihre Waffen und ihre Religion sollen ungeahnte Folgen für Japan haben. Im gleichen Jahr wird der Sohn eines anderen Daimyo geboren. Er wird Tokugawa Ieyasu genannt. Seine Bestimmung: Japan für immer verändern. Als hochrangiges Mitglied der Klasse der Samurai erbt der Junge eine Welt voller Traditionen. Im feudalen Reich der Samurai-Krieger regieren Geburtsrecht und das Schwert. Der Sohn des Daimyo-Fürsten beginnt schon bald, anstelle von Kinderspielen, die Regeln der Kriegsführung zu lernen. Als Ieyasu 5 Jahre alt ist, verlangt der oberste Daimyo von Ieyasus Vater den Jungen als Geisel. Garantie für strengsten Gehorsam gegenüber dem Herrscher. Wenn Kinder als Geiseln genommen wurden, waren sie keine Gefangenen. Es war Teil der politischen Verhandlung, in der Allianzen gebildet wurden. Denn niemand traute dem anderen. Die Geiseln waren eine Art Garantie. Als Geisel reist der Samurai-Junge im Range des Sohnes eines Daimyo. Er kann nicht ahnen, welches Schicksal ihn erwartet. Noch weiß er, dass er seinen Vater nie wiedersehen wird. Er wächst als Geisel heran, ein Leben gefangen in den Wirren von grausamen Bürgerkriegen. Ganz Japan war in Kriege verstrickt. Verrat war weit verbreitet, niemand traute dem anderen. Man ging ein Bündnis ein, um es wieder zu lösen, sobald sich der Wind gedreht hatte. João Rodrigues, Zeitzeuge dieser gefährlichen Epoche, ist einer der ersten Portugiesen in Japan. Er kommt als 15-jähriger Schiffsjunge und wird schon bald jesuitischer Missionar. Denn die portugiesischen Kaufleute werden damals auf ihrer Suche nach neuen Handelshäfen von Jesuiten begleitet, die nach verlorenen Seelen Ausschau halten. Diese Missionare sind jung und engagiert. Sie trotzen den Strapazen der gefährlichen Reise nach Japan, die 2 Jahre dauert. Sie sind überzeugt, Japan ist reif, um missioniert zu werden. Und schicken spannende Berichte einer fremden Welt in die Heimat. Alles ist so anders und gegensätzlich. Sie gleichen uns in nichts. Das wäre nicht weiter überraschend, wenn sie sich wie Barbaren benehmen.
Aber es ist erstaunlich, dass sie sich in allem sehr bedacht und kultiviert verhalten. Ich würde dies nicht behaupten, hätte ich nicht bereits so viele Erfahrungen mit ihnen gemacht. Die Missionare hielten die Japaner für eine ganz beachtliche Rasse. Ihre Kultur war so weit entwickelt, dass es sich lohnte, über sie nach Europa zu berichten, über die Sprache der Japaner, das komplexe politische System, das gänzlich ohne christlichen Einfluss und Einfluss aus Europa auskam. Das Bemerkenswerte dabei ist, denke ich, dass es das erste Mal war, dass Europäer auf Augenhöhe auf Asiaten trafen und nicht als Eroberer auf Eroberte. Ihre Art zu schreiben ist ganz anders als unsere, denn sie schreiben von oben nach unten. Ich fragte einen Japaner, warum sie nicht so schrieben wie wir, und er fragte zurück, warum wir nicht so schrieben wie sie. Schließlich sah der Kopf eines Mannes oben und die Füße unten, deshalb sollte man von oben nach unten schreiben. In den mehr als 30 Jahren, die Joao Rodriguez in Japan verbringt, wird sein Japanisch so gut, dass ihn alle der Dolmetscher nennen. Durch seine Arbeit bekommt er Einblick in alle Schichten der Gesellschaft. Vom höchsten Daimyo-Kriegsfürsten bis zum niedrigsten japanischen Bauern. Unabhängig von der gesellschaftlichen Schicht nutzt jeder im Königreich einen Fächer. Von adelig bis ärmlich. In Geschäftsangelegenheiten oder wenn man sich ansonsten etwas merken muss, wird es auf die Fächer geschrieben. Sie tragen diese Fächer immer in den Händen, öffnen und schließen sie, betrachten sie. Niemand würde ohne Fächer vor die Tür gehen. Die Japaner, so Joao Rodriguez, betrachten die Europäer mit gleicher Faszination. Sie wunderten sich sehr über unsere großen und langen Nasen, die dichten Bärte und das rote oder blonde Haar. Für sie waren dies alles Makel. Sie nannten sie südliche Barbaren, was nicht gerade schmeichelhaft war. Ihre Essgewohnheiten waren ganz anders. Die Japaner waren so vornehm, aßen mit Essstäbchen und so weiter. In jener Zeit benutzten die Europäer in der Regel nur ein Messer und ihre Finger. Und dann natürlich, die meisten Japaner baden täglich, während die Europäer zu dieser Zeit vermutlich monatelang kein Bad nahmen. In dieser Hinsicht hatten sie wohl tatsächlich den Beinamen Barbaren verdient. Aber was auch immer die Japaner von ihnen halten mochten, die Missionare sind entschlossen, in Japan zu bleiben. Wir wollten das Wort Gottes predigen. Wenn es auch nur einen japanischen Christen im ganzen Land gegeben hätte, jeder Missionar hätte sein Leben diesem einen gewidmet. Die Männer waren extrem enthusiastisch und die Bedingungen für die Missionierung zum Christentum sehr günstig. Dort, wo Blutvergießen, Revolutionen, Kämpfe, Schlachten, Unsicherheit und immer wieder der Tod herrscht, machen sich die Menschen eher Gedanken über das Leben nach dem Tod. In etwas weniger als 50 Jahren errichten die Missionare über 200 katholische Kirchen, hauptsächlich im Süden Japans. Fast 250.000 Japaner konvertieren. Wenn ein japanischer Fürst oder Daimyo seine Religion änderte, übte er Druck auf sein Volk aus, es ihm gleich zu tun, denn er hatte absolute Macht über Leben und Tod der Menschen, die ihm unterstanden. Innerhalb kürzester Zeit führte es dazu, dass eine große Zahl Japaner konvertierte. Einige der Daimyo wurden aber auch aufgrund von geschäftlichen Überlegungen zu Christen. Denn die Missionare waren in Kontakt mit den portugiesischen Kaufleuten. Und diese versprachen sehr gewinnträchtigen Handel. Handel und Religion greifen ineinander. Einige Japaner profitieren davon, während andere dies mit zunehmender Besorgnis betrachten. Überzeugt, dass das Christentum eine Bedrohung für ihre Macht darstellt.
Kaufleute und Missionare geben einen Kurs vor, der schließlich unerwartete Folgen haben soll. Die Unerbittlichkeit des endlosen Trainings zu ertragen, im Angesicht großer Gefahr klaren Verstandes zu bleiben, dem Tod nüchtern ins Auge zu sehen. Dies ist Kendo, die Kunst des Schwertkampfs. Kendo-Meister lehren den jungen Kriegern sowohl die Techniken des Kampfes als auch den traditionellen Ehrenkodex der Samurai. Diese Bildung erhält auch der junge Ieyasu, sogar als Geisel. Nahm man in einer bestimmten Klasse eine Geisel, wurde diese in der Regel sehr gut behandelt und erhielt dieselbe Bildung wie zu Hause. Ieyasu genoss wahrscheinlich eine sehr stoisch-spartanische Art der Bildung in den Bereichen militärische Fähigkeiten, Kampfkunst, chinesische und japanische Klassiker. Man sagt, dass das ganze Leben Ieyasus geprägt war von Geduld und Langmut. Die junge Geisel Tokugawa Ieyasu lernt, was es bedeutet, ein Samurai zu sein. Nimm Haltung an, mit aufrechtem Kopf, der weder heraufschaut noch gesenkt oder gedreht ist. Rolle nie die Augen und verbiete ihnen das Zwinkern. Verenge stattdessen den Blick. Spanne den Bauch an, damit du nicht in den Hüften vornüberknickst. Miyamoto Musashi, ein legendärer Schwertkämpfer, verewigte den Weg der Samurai in seinem Buch der Fünf Ringe. Eine philosophische Anleitung zu strategischem Handeln, die noch im heutigen Japan unter Geschäftsleuten populär ist. Wie bei allen Arten von Strategie ist es wichtig, seine Kampfkunst im täglichen Leben zu praktizieren und den Alltag zur Kampfkunst zu machen. Im Alter von 15 Jahren wird Ieyasu zum Mann und hat nun das Recht, die zwei Schwerter des Samurai zu tragen. Katana というのは Das Schwert war das Symbol der Klasse der Samurai. Nur die Samurai waren berechtigt, zwei Schwerter zu führen. Ein langes und ein kurzes. Mit diesen beiden Schwertern herrschten die Samurai über Bauer und Kaufmann. Zum Samurai wird man geboren. Es ist eine Verantwortung. Eine der Samurai-Pflichten ist, immer das Schwert mit sich zu führen, um Recht sprechen zu können. War jemand dir gegenüber unanständig, war es deine Pflicht, ihn zu töten. Kein Samurai würde ohne Schwert das Haus verlassen. Ansonsten würde er für diese Pflichtverletzung bestraft. Weniger als 10% der Bevölkerung zählen zur Klasse der Samurai. Doch ihre Präsenz ist übermächtig. Auch die Missionare schreiben über sie so, als prägten sie die gesamte Gesellschaft. Sie tragen sowohl im Haus als auch außerhalb ein Schwert mit sich und legen es im Schlaf neben ihr Kopfkissen. Nie zuvor habe ich Menschen gesehen, die sich so stark auf ihre Waffen verlassen. Sie sind sehr kriegerisch und immer in Kriege verstrickt. Und so wird der fähigste Mann ihr größter Meister. Aber nicht nur die Männer beschwören dieses Ideal. Weibliche Samurai werden ebenfalls darin ausgebildet, ihre Familien zu schützen. Für die Töchter und Ehefrauen der Samurai war es das Wichtigste, die Ehre und den Stolz eines Samurai auch in Krisenzeiten niemals zu vergessen. Sie waren darauf vorbereitet, sich eher das Leben zu nehmen, als beschämt zu werden oder durch den Feind die Ehre zu verlieren. Der Samurai beschützt sein Heim und seine Familie. Wahren Ruhm erlangt er aber auf dem Schlachtfeld, wenn er seinen Daimyo gegen Feinde verteidigt. Die Kämpfer kleiden sich besonders sorgfältig. In dem fein gesteppten Stoff und Leder wirken sie elegant, fast fragil. Enge Harnische aus Stahl gibt es nicht.
Ähnlich wie eine Rüstung verbirgt das vornehme Äußere des Kriegers sein undurchdringliches Inneres. Diese in den Schriften der Samurai übermittelte Ethik soll den Krieger darauf vorbereiten, Leben und Tod ehrenhaft zu begegnen. Ein Samurai sollte sich jeden Morgen mit kaltem Wasser waschen und die rasierte Kopfpartie und das Haar mit Weihrauch parfümieren, um sich präsentieren zu können. So ist er jederzeit vorbereitet, in der Schlacht getötet zu werden. Für die Krieger ist beides wichtig. Zu wissen, wie man tötet, ebenso wie zu wissen, wie und wann man stirbt. Auf dem Schlachtfeld muss man vor allem in den letzten Augenblicken des Lebens Kontrolle beweisen. Kontrolle über den eigenen Körper, über das Schicksal, die Bestimmung. Dies ist das Zeichen der inneren Stärke. Und deshalb muss man in den letzten Augenblicken den eigenen Tod inszenieren. Seppuku oder Harakiri heißen die Samurai-Rituale der Selbsttötung. Ein Samurai trug zwei Schwerter an der Hüfte, ein langes und ein kurzes. Das kurze Schwert diente dazu, sich den Bauch aufzuschneiden. Warum sollte ein Samurai das tun? Die Japaner und insbesondere die Samurai glaubten, dass sich das Herz im Bauch befände. Wenn sie sich aufschlitzten, so glaubten sie, zeige sich, ob ihr Herz rein war oder nicht. Vom Gedicht über den Tod bis zum letzten Dolchstoß ist Seppuku eine ritualisierte Form des Suizids, die einen ehrenvollen Tod verspricht. Joao Rodriguez schreibt: Es gibt für alles die rechte Zeit. In strategischen Dingen gelingt die Wahl des richtigen Zeitpunkts nur mit sehr viel Übung. Im Leben eines Kriegers spielt sie immer eine Rolle, im Aufstieg und Fall, in der Harmonie und im Einklang. Dies sind die Prinzipien, die das Leben des Samurai-Kriegers beständig leiten. Für Tokugawa Ieyasu soll das Warten auf den richtigen Moment, das geduldige Entwerfen von Strategien zur stärksten Waffe werden. Inzwischen ist er erwachsen, 18 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Kinder, aber immer noch die Geisel des herrschenden Daimyo-Kriegsfürsten. Ieyasu übt sich als Krieger, indem er an der Seite seines Meisters kämpft. Doch als dieser im Kampf getötet wird, ist Ieyasu endlich frei, sein Schicksal selbst zu bestimmen. Ieyasu musste sich jetzt entscheiden, ob er bei der Familie seines Geiselnehmers bleiben wollte. Er hatte in all den Jahren aber nie den Ehrgeiz verloren, zu seiner Burg zurückzukehren und das Territorium, das der Familie seines Vaters gehörte, zurückzuerobern und zu vergrößern. Er wollte zurückkehren zu seinen Gefolgsleuten, die getreu auf ihn warteten. Er fordert seinen Titel als unabhängiger Herr, als Daimyo. Dann kehrt er zu den Ländereien seiner Familie zurück. Jetzt kann er für sich selbst kämpfen und für seine Untergebenen. Ich kämpfte gegen meine Feinde einzig und allein, um mich an den Gegnern meines Vaters zu rächen. Denn ich war von der Richtigkeit meiner Absicht überzeugt, den Menschen zu helfen und Frieden zu schaffen. In den Jahren der Gefangenschaft hatte er seine Disziplin perfektioniert. Als gut trainierter Samurai entwirft er nun sorgfältig seine eigene Strategie. Im entscheidenden Moment verbündet sich Ieyasu mit dem Mann, der seinen Daimyo-Meister getötet hat: Oda Nobunaga. Nobunaga, gefürchtet und skrupellos, ist Japans mächtigster Kriegsherr. In der Schlacht von Nagashino bewaffnete Nobunaga 3000 seiner Fußsoldaten mit Schusswaffen. Okay.
Als 10.000 feindliche Krieger angriffen, feuerten Nobunagas Musketiere eine Salve nach der anderen und dezimierten so die Armee des Feindes. Nobunagas Einsatz von Schusswaffen änderten die Art der Kriegsführung der Samurai grundlegend. In der alten Vorstellung standen sich zwei Samurai auf dem Schlachtfeld gegenüber. Sie riefen sich ihre Namen und Abstammungen zu. Manchmal ritt einer vor die Truppen und forderte den Gegner heraus, er solle ihn doch besiegen. Es war also sehr mannhaft, erfüllt vom Ideal der Tapferkeit. Jetzt gab es nur noch gesichtslose Heere von Samurai, die auf gesichtslose Heere von Samurai schossen. Nobunagas Macht wächst stetig, bis ihn eines Nachts der Verrat durch seinen innersten Zirkel unvorbereitet trifft. Ein Missionar ist Zeuge. Einige Christen kamen, als ich mich gerade anschickte, eine Frühmesse zu halten. Sie sagten mir, ich solle noch warten, denn es herrsche Aufruhr vor dem Palast. Wir hörten sofort Musketenschüsse und sahen Flammen. Man sagte uns, es sei keine Schlägerei gewesen, sondern dass einer seiner Generäle Verrat geübt hätte. Einige sagten, er hätte Harakiri begangen, während andere glaubten, er habe im Palast Feuer gelegt und sei in den Flammen umgekommen. Was wir sicher wissen über diesen Mann, der die Menschen in Angst und Schrecken versetzte, wenn man seinen Namen nur erwähnte, von ihm blieb nicht einmal ein Härchen, nichts als Staub und Asche. Während die Flammen lodern, ergreift Nobunagas loyaler General Toyotomi Hideyoshi seine Chance. Hideyoshi tritt sofort in Aktion und tötet den Mörder seines Herrn. Das gibt ihm das Recht, die Führung über Nobunagas riesige Koalitionsarmee zu beanspruchen. Ieyasu beobachtet das Geschehen aus der Ferne. Wird er sich Hideyoshis Befehlsgewalt unterordnen? Oder ist es an der Zeit, für sich selbst zu kämpfen? Nobunaga, Hideyoshi und Tokugawa Ieyasu. Diese Männer sind diejenigen, die die brutalen Bürgerkriege beenden und als die drei großen Einiger Japans in die Geschichte eingehen sollen. Im Japanischen gibt es eine Geschichte, die die Charaktere der drei verdeutlicht. Nobunaga, Hideyoshi und Ieyasu betrachten einen Kuckuck und warten darauf, dass er singt. Aber der Vogel singt nicht. Nobunaga sagt, kleiner Vogel, wenn du nicht singst, muss ich dich töten. Und Hideyoshi sagt, kleiner Vogel, wenn du nicht singst, sorge ich dafür, dass du singst. Und Ieyasu sagt, kleiner Vogel, wenn du nicht singst, warte ich, bis du singst. Ieyasu ist der geduldige Stratege, der abwartet, bis die Dinge den gewünschten Gang gehen, bevor er handelt. Nach Nobunagas Tod beginnen Ieyasu und Hideyoshi ein strategisches Spiel, in dem jeder versucht, den anderen auszutricksen. Als Feldherr war Ieyasu ein mutiger Mann, der in der Schlacht nicht zögerte. Doch obwohl er tapfer war, war er gleichzeitig auch vorsichtig. Es gab eine berühmte Anekdote. Ieyasu war als exzellenter Reiter bekannt. Eines Tages musste er mit seinen Truppen eine sehr schmale Brücke über einen reißenden Fluss überqueren. Jeder wollte nun sehen, wie der große Ieyasu über die gefährliche Brücke reiten würde. Zur Verwunderung seiner Gefolgsleute stieg Ieyasu vom Pferd herab und führte es vorsichtig an den Zügeln über die Brücke auf die andere Seite des Flusses. So umsichtig war er. Ich denke, dass diese Art der Vorsicht ihm auch dazu verhalf, auf dem Schlachtfeld zu siegen. Während Ieyasu sich in Zurückhaltung und strategischer Planung übt, agiert Hideyoshi rasch und entschieden. Er ist bäuerlicher Abstammung. Als Sohn eines einfachen Fußsoldaten dient er sich nach oben. Man sagt, aus ihm ist ein herausragender General geworden.
und er selbst ist davon fest überzeugt. Als meine Mutter mich empfing, gab es ein wundersames Omen. In der Nacht, in der ich geboren wurde, war der Raum plötzlich von Sonnenlicht erfüllt. Die Nacht wurde zum Tag. Sie ahnten, dass das Kind, dessen Geburt von solchen Wundern begleitet war, ausersehen war, Ungewöhnliches zu vollbringen. Diese Prophezeiung hat sich mit mir erfüllt. Kurz nachdem Hideyoshi die Führung übernommen hat, fordert Ieyasu ihn heraus. Doch bald schon stellt er fest, dass er als Verbündeter Hideyoshis mehr erreichen kann als dessen Feind. Hideyoshi belohnt Ieyasus Loyalität mit einem großen Stück Land und befiehlt ihm seine Kommandantur im entlegenen Fischerdorf Edo, 300 Meilen östlich von Hideyoshis Burg in Osaka, einzurichten. Manch einer hätte dieses Geschenk als Beleidigung angesehen. Doch Ieyasu beauftragt in Edo, das später Tokio werden soll, seine Truppen mit der Errichtung einer fünfstöckigen Burganlage. Innerhalb der Stadtmauern von Osaka ist Hideyoshi währenddessen damit beschäftigt, seine eigene Burg zu bauen. Diese Festung gilt seinerzeit als uneinnehmbar und ist gleichzeitig auch eine der prunkvollsten. Die Burg Osaka ist nahe beim kaiserlichen Palast in Kyoto strategisch günstig gelegen. Jahrhundertelang ist der Kaiser nur dem Namen nach der Herrscher. Von den tatsächlichen Mächtigen wird er einfach ignoriert. Er verbringt seine Tage mit höfischem Geplänkel, Kalligraphie und Poesie. Zu Zeiten Ieyasus war der Hof noch immer ohne Macht. Dennoch konnte nur der Kaiser einen Shogun ernennen. In einem rein symbolischen Sinne ist der Kaiser also immer noch der Gebieter in letzter Instanz. Deswegen schauen alle Kriegsherren auf Kyoto. Man muss den Kaiser davon überzeugen, der mächtigste aller Kämpfer auf dem Schlachtfeld zu sein. Combatants on the field of battle. Hideyoshi biedert sich beim Kaiser an, indem er traditionelle Theateraufführungen und musikalische Darbietungen für ihn veranstaltet. Der Kaiser ist jedoch nicht gewillt, einem Kämpfer bäuerlicher Abstammung den Titel des Shoguns zu verleihen. Auch Ieyasu sinnt nach mehr Macht. Er bietet dem Kaiser aber mehr als Einladungen. Er arrangiert die Hochzeit einer seiner Enkeltöchter mit dem kaiserlichen Sohn. Alle Kriegsherren in Japan benutzten ihre Familien, um politische Bündnisse zu untermauern. Man verheiratete Töchter, aber auch Söhne. Gerade Ieyasu verfügte über eine Vielzahl an Söhnen, die er hierfür nutzen konnte. Sie unterstützten ihn zudem bei der Bildung seiner Regierung. Er konnte sie aber auch zu unabhängigen Kriegsherren machen, die er dann bei Bedarf zu Hilfe rief. Umso schlimmer, dass es Ieyasus Rivale Hideyoshi nicht gelingt, einen männlichen Erben zu zeugen. Er adoptiert schließlich einen Neffen, den er zu seinem Thronfolger macht. Im Alter von 60 Jahren wird Hideyoshi schließlich doch noch Vater eines Sohnes. Er nennt ihn Hideyori und macht ihn zum Kronjuwel seines Lebens. Und von nun an kreisen seine Gedanken nur noch um die Sicherheit dieses Sohnes. Die endlose Eintönigkeit, bevor Hideyori zu mir kam, ist unbeschreiblich. Als hüte man ein leeres Haus. Ich befehle immer wieder, mit Feuer sehr vorsichtig umzugehen. Jede Nacht lasse ich die Räume 2 bis 3 Mal kontrollieren. Während Hideyoshi seinen Stammhalter kaum aus dem Auge lässt, ist sein mittlerweile erwachsener Adoptivsohn in Gefahr. Es wird deutlich, dass Hideyoshi in seinen letzten Lebensjahren immer unberechenbarer wurde. Grausam, wenn nicht sogar sadistisch. Als er schließlich endlich einen eigenen Nachkommen hatte, befahl er dem erwachsenen Mann, der sein Thronfolger gewesen war, Selbstmord zu begehen. Anschließend lässt Hideyoshi die gesamte Familie seines Adoptivsohns töten. Ein Missionar berichtet: Sie wurden in Wagen die Straße entlang gezogen und der Öffentlichkeit präsentiert. 31 Damen und Hofdamen, die beiden Söhne und eine Tochter des Adoptivsohns. Das älteste Kind war kaum 5 Jahre alt.
Ihre Körper wurden in eine Grube geworfen, über der eine kleine Kapelle errichtet wurde mit einem Grab, das die Aufschrift trug: Das Grab der Verräter. Kurz darauf geht es mit Hideyoshis Gesundheit bergab und er schreibt sein Todesgedicht. Ah, ich falle wie Tau. Ich schwinde wie Tau. Sogar die Burg Osaka ist ein Traum im Traum. Hideyoshi ruft daraufhin Ieyasu und die vier mächtigsten Daimyo zu sich ans Sterbebett. Er ernennt sie zu den rechtmäßigen Beschützern seines fünfjährigen Sohnes Hideyori, seines Erben und des zukünftigen Herrschers über Japan. Ieyasu gelobt, den Jungen mit seinem eigenen Leben zu beschützen. Ein Versprechen, das sehr schwer zu halten sein wird. Man sagt, der Krieg sei ein Fluch. Man wählt ihn nur, wenn er nicht vermeidbar ist. Doch auch in Zeiten des Friedens sollte man nicht vergessen, dass es Unruhen geben kann. Die vier anderen Daimyo fürchten Ieyasus zunehmende Macht und beginnen sich gegen ihn zu verschwören. Fast ganz Japan ist unter seiner Gewalt. Und Ieyasu ist entschlossen, seine Besitztümer zu halten und seine Machtbasis auszuweiten. Einer der Spitznamen von Ieyasu ist Alter Dachs. Der Name spiegelt sowohl seine Gerissenheit wider, als auch seine berühmte Fähigkeit zu warten. Und er wartet ab, bis Hideyoshi tot ist. Dann tritt er an, Japans mächtigster Militärführer zu werden. Ieyasu mobilisiert seine Truppen. Er entsendet eine Division nach Burg Ogaki, wo sich seine Feinde versammelt haben. Als die Schlacht beginnt, suchen Frauen und Kinder nach Schutz. Eines der jungen Mädchen auf der Burg berichtet ihrer Familie später über das schreckliche Ereignis. Mütter, Konkubinen und Töchter blieben allesamt im Turm und warfen mit Kugeln. Die Panik war groß. Eine Kugel traf meinen jüngeren Bruder und tötete ihn auf der Stelle. Es war ein grauenhafter Anblick. Wir waren sicher, dass wir alle sterben würden. Es gab nur noch Angst und Schrecken. Die Schlacht geht weiter und die Köpfe erschlagener Krieger werden in die Burg gebracht, um für das Siegerritual präpariert zu werden. Denn Samurai müssen auch noch im Tod als würdige Gegner geehrt werden. Die Menschen in der Burg wuschen die Köpfe und richteten die Gesichter der Toten her. Denn diese waren der Beweis, dass eine wichtige Person getötet worden war. Dies war nur ein kleiner Teil dessen, was sie alles taten. Für uns und insbesondere für Frauen heutzutage ist das kaum vorstellbar. Alle geköpften Häupter wurden in den Turm gebracht. Wir fürchteten diese Köpfe nicht im geringsten und schliefen inmitten des grässlichen Gestanks dieser blutigen Häupter. Nachdem sie die Burg Ogaki eingenommen haben, verfolgen Ieyasus Truppen nun die aufrührerischen Daimyo und ihre Armeen. Die Heere stehen sich schließlich in einem schmalen Tal westlich des Dorfes Sekigahara gegenüber. Diese Schlacht soll die Geschichte Japans verändern. Ieyasu richtet seinen Kommandoposten auf einem Hügel ein, von dem aus er das Tal überblicken kann. Hier wartet er nachts auf seine restlichen Truppen. In der Morgendämmerung schreibt sein Arzt hastig in ein Tagebuch: Leichter Regen, dichter Nebel im Gebirgstal. Kann nichts sehen, konnte kaum die feindlichen Fahnen erkennen. Auf seinem Pferd konnte Ieyasu, unser Kriegsherr, die Positionen ausmachen. Geschätzte Distanz 2,5 Meilen. Ieyasu ist mit seinen 50.000 Soldaten, den 80.000 Mann starken Truppen des Feindes, klar unterlegen. Er wartet, dass sein Sohn mit Verstärkung eintrifft.
Doch um 8 Uhr morgens lichtet sich der Nebel. Plötzlich stehen sich die beiden Armeen unmittelbar gegenüber. Ieyasu kann nicht länger warten. Er versammelt die Truppen und schickt sie in den ungleichen Kampf mit dem berühmten Schlachtruf. Es gibt nur 2 Arten, vom Schlachtfeld zurückzukehren. Mit dem Kopf eines Feindes oder ohne den eigenen. Ieyasu sieht zu, wie seine Truppen sich der scheinbar hoffnungslosen Situation stellen. Dann wendet sich plötzlich das Blatt. Einige feindliche Daimyo wechseln mit ihren Heeren die Seiten, überzeugt davon, dass Ieyasu schließlich siegen wird. Und tatsächlich, gegen 2 Uhr mittags haben Ieyasus Truppen die aufständischen Armeen niedergeschlagen. Tokugawas Sieg in Sekigahara beendete die Kriegshandlungen und markierte den Beginn einer neuen Ära. Als Anerkennung seiner Macht verleiht der Kaiser Ieyasu den Titel des Shogun, des Oberbefehlshabers, der die Barbaren bändigt. Tokugawa Ieyasu hat nun im Jahre 1603 die Autorität, Japan in allen militärischen Fragen zu regieren. Er herrscht unangefochten. Doch noch immer ist da Hideyoshis junger Sohn Hideyori, der in der Burg Osaka aufwächst. Ieyasu hat bei seinem Leben geschworen, den Jungen zu beschützen. Diesen Jungen, der einmal Erbe all dessen sein soll, was Ieyasu errungen hat. Als Hideyori allmählich zum Mann wird, warnt ein Daimyo. Obwohl er Hideyoshis Erbe ist, wird Ieyasu niemals zulassen, dass er Japan regiert. Früher oder später wird ein ehrgeiziger Charakter einen Aufstand in seinem Namen organisieren. Und auch wenn Hideyori davon nichts weiß, wird man ihn beschuldigen und zum Suizid zwingen, zur großen Trauer von Hideyoshis Geist. Die Tokugawas regierten Japan nicht von Gottes Gnaden. Sie regierten Japan, weil sie am mächtigsten waren, das meiste Geld hatten und die größte Anzahl an Soldaten. Und es gab viele andere mächtige Daimyo, vor allem im Westen, die waren Christen. Wenn nun diese Daimyo aufgrund von gemeinsamen Ideen und Glauben oder wegen politischer Ziele eine Koalition gegen die Tokugawa-Familie eingingen, könnte dies sehr gefährlich werden. Tokugawa Ieyasu toleriert keine abweichenden Meinungen. Er weist viele der ausländischen Missionare aus, so auch João Rodrigues. Ieyasu wollte sich all dieser ausländischen Einflüsse entledigen, die nur für Verwirrung sorgten und ihm das Leben schwer machten. Er verbietet den Christen sogar jegliche Aktivität in Japan. Dennoch bleibt die größte echte Bedrohung seiner Macht der junge Hideyori. Spätestens wenn Hideyori erwachsen ist, kann Ieyasu ihn nicht länger ignorieren. Seine Existenz allein stellt eine Bedrohung dar, denn er ist der rechtmäßige Erbe Hideyoshis. Ieyasu soll für ihn sorgen, bis er erwachsen ist. Dabei stellt er eine wesentliche Bedrohung für die Legitimität des Tokugawa-Shogunats dar. Für Ieyasu gibt es